Mit Stock, Schere und Klebeband, um die Waffe meiner Wahl zu bauen. Aha. Ja, ist okay, Hedge. Mach mal. Ich kann nicht ahnen, welche Hölle Beth durchmachen musste. Was mit ihr geschah, als sie das Ende der Zeit sah, ob es sie veränderte, wie es Paul veränderte. 11 Jahre lang lebte sie wie ein Geist. Die Beth, die ich kannte, war fokussiert. Diese Beth. Sie hatte Zweifel. Alles okay? Ja. Aber die Gegenmaßnahmen. Das Einzige, was alles in Ordnung bringen konnte, war in Wills Labor. Da ist sie. Er hatte seine Handgelenkpistole wieder im Handgelenk. 2010 hat Monarch dieses Gebiet noch nicht gehört. Das passierte erst kurz danach, aufgrund dessen, was mit ihnen passiert ist. Aber wir wussten, dass William etwas Neues in seiner Werkstatt baute. Und wir wussten, dass es wichtig sein musste. Wir haben diesen Ort überwacht. Ja, Beth wusste, dass sie hier waren. Sie hat selbst etwas rumspioniert. Wir kamen über die Dächer, um nicht entdeckt zu werden. Weiß Will, dass wir kommen? Nein, weiß er nicht. Ich glaub's einfach nicht, dass wir am 4. Juli arbeiten müssen. Hey, du musst es ja nicht tun. Du wolltest schließlich die Ecken... Wer zum Teufel hat... Ups, hier, sorry. Hier, Jack. Ups. Ab diesem Punkt können Sie uns sehen. Wir müssen schnell sein. Hier waren wir schon mal. Ja, ja. Erinnere mich. Hey, Will? Er ist nicht hier. Dafür habe ich gesorgt. Was? Wieso? Er ist der Einzige, der weiß, wie die Gegenmaßnahme funktioniert. Und deswegen muss er in Sicherheit sein, falls ich... die Dinge zum Schlechten wenden. Gut. Wir holen das Gerät und dann bringst du mich zu meinem Bruder. Hey, Riverboard! Okay. Also, wo finden wir jetzt dieses Ding? Will hat gesagt, dass er es in einem Safe gesichert hat. Irgendwo im Gebäude. Okay, Will. Wo hast du diesen Safe versteckt? Partys zum 4. Juli genießt. Also zünden Sie ein Feuerwerk, essen Sie etwas zu viel und trinken Sie, bis Sie jeden Witz lustig finden. Und verbringen Sie Zeit mit Ihren Lieben. Genießen Sie die vielen guten Dinge im Leben. Dieses Land ist nicht perfekt, aber es ist trotzdem verdammt gut. Und das muss ordentlich gefeiert werden. Ich bin ja auch bald fertig. Und kann es kaum erwarten, nach Hause zu gehen, ein Bier aufzumachen oder drei und mir mit Freunden einen gemütlichen Abend zu machen. Wir werden es zu würdigen wissen, dass dieses Jahr besser läuft als das letzte und wir alle Dinge vor uns haben, auf die wir uns freuen können. Und ist es nicht das, worum es heute gehen sollte? Sicher und frei zu sein. Keine Angst haben zu müssen. Zu wissen, dass wir uns eine Zukunft geschaffen haben. Und dass alles gut werden wird. Also dann, Riverport. Das war Bobby Redford, der sich für heute Nacht abmeldet. Und Ihnen allen einen tollen Unabhängigkeitstag wünscht. Es ist der 2. April 1999, ungefähr einen Monat nach dem Zwischenfall, nachdem der Mann aus der Zukunft auf mich geschossen hat. Nach Wilder. Ich habe die Maschine weggebracht. Da drüben ist eine verschlossene Tür. Versteckt. Vielleicht ist der Safe dahinter. Ich wünschte, ich könnte sie zerstören, aber... Ja, ich versuche, einen Weg hineinzufinden. Ich wollte nur so wenig erfahren wie möglich. Je mehr du weißt, was passiert, umso schlimmer wird es sein. Wir sind nur Marionetten. Ich kann das aushalten, solange ich den Unterschied nicht erkennen kann. Ich denke, sie hat es verstanden. Es macht doch keinen Unterschied. Sie hat mir gesagt, dass der Riss kommen wird. Wegen dem, was ich tat. Es... Ich muss das in Ordnung bringen. Ich muss... Ich weiß noch nicht wie. Ich muss eine Art Gegenmaßnahme bauen. Ich kenne die Theorien des Zusammenbruchs des Felds, aber es stoppen oder gar rückgängig machen. Das benötigt Jahre der Forschung. Ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll. Wie ich das bezahlen soll.
Keine Ahnung. Wilder ist aus der Zukunft. Und sie kam zu mir. Ich muss davon ausgehen, dass ich Erfolg hatte. Oder? Warum wäre sie sonst hier? Er hatte vor, es dir zu geben. Und es wurde gestohlen, bevor da gebe ich Hedge recht. Dazu hatte. Das ist also die einzige Möglichkeit, die Sache zu erledigen. Wenn sie ihr Zukunfts-Ich, ihr Vergangenheits-Ich getroffen hätte, hätte das alles verändern können. Weil das Zukunfts-Ich dann dem Vergangenheits-Ich irgendwas erzählen könnte. Und dann handelt das Vergangenheits-Ich ja dementsprechend anders. Nee, Gelipp hier. Nee. Nein. 11 Jahre. Er hat 11 Jahre seines Lebens nur damit verbracht, dieses das Ding ist ja, zu bauen. Das ist ja die Krux bei Zeitgeschichten. Komm ich da ran? Oder? Na, doch. Wir müssen einen Weg in diesen Raum finden. Vielleicht gibt es einen Schlüssel. Es gibt was, das Sie wissen müssen. Nein, Sie Will sind ist der zu zerstreut, um sich den Schlüsselcode zu merken. Ich wette, es gibt ein elektronisches... Es gibt keine wissenschaftliche Vorarbeit. Es könnte... Jahre dauern. Und das wird es auch. Sie müssen es geheim halten. Selbst vor denjenigen, die Sie lieben. Es ist die einzige Möglichkeit, Sie zu beschützen. Du hast eins erlebt, nicht wahr? Ein Echo. Ja. Das warst du. Vor langer Zeit. Sie waren bereits dort, hatten Echos in der Zeit gesehen. Ich vermute, sie hatten die einzelnen Puzzlestücke bereits zusammengesetzt. Aber noch nicht alle. Ich will noch was finden hier. Was haben wir denn hier? Echos. Will hat das Gleiche wie wir gesucht. Das Gerät war nicht dort, aber es musste zu irgendeinem Zeitpunkt dort gewesen sein. Die Energieversorgung hat nicht funktioniert, aber irgendwann muss sie das getan haben. Vielleicht kann ich die Zeit zurückdrehen, um mehr zu erfahren. Verdammt. Schon wieder ausgesperrt. Wo war nochmal der Öffner? Folge dem Kabel. Welches war's? Das Blaue? Oder war das der Notausschaltschalter? Scheiße. Ich wusste, ich hätte die Kabel beschriften sollen. Och, Mann. Echt jetzt? Sesam, öffne dich. Notaus wird eingeleitet. Gottverdammter, verfluchter Mist, Scheiß, fuck. Gelbes Kabel, wusste es. Hedge war auch nicht da, CW. Ich baue eine verdammte Zeitmaschine, kann aber nicht daran denken, eine scheiß Tür offen zu lassen. Schön. Hier vielleicht? Na bitte. Es stand alles an der Tafel. Die Details seines Niedergangs. Seine Arbeit hat ihn aufgezehrt und ist zu einer Art verzweifelten Obsession geworden. Er war nie wieder derselbe. Manu. Hey, es hat geklappt. Gut. Die Tür ist entriegelt. Sehr schräg.
Das solltest du dir ansehen. Selbst wenn, sie wird schon ihre Gründe gehabt haben, warum sie im Geheimen gelebt hat. Meine Güte. Muss auch nicht alles hinterfragen. Hier drüben, spielen. Jack. Vielleicht war es die reine Verzweiflung, weswegen sie sich so zurückgezogen hat. Komm her! Mann, oh Mann. Er hat die Kombination nicht dagelassen. Aber ich kann ihn knacken. Na dann. Lass mich mal ran hier. Ich brauch nur Sherlock etwas Zeit. Skills. Jemand ist hier. Es ist Monarch. Ich wusste es. Ich wusste, sie würden uns finden. Ich kümmere mich drum. Du öffnest den Safe. Bleib drin. Ja. Okay. Sie wurden in dem Moment entdeckt, als sie ankamen. Sie hatten niemals eine Chance. Sie waren auf einer Selbstmordmission. Ja, aber ich bin niemand, der einfach seine Waffen niederstreckt und kampflos aufgibt. So war ich nicht und so werde ich niemals sein. Hier ist Trojan One. Nähere mich dem Labor. Ende. Denken Sie daran, der Befehl lautet, Sie leben zu fangen. Monarch Actual ist auf dem Weg. Na dann. Uiuiui. Na dann. Bleib sofort stehen. Wo ist das Mädchen? Hey, 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 hey. Einen Moment. Immer mit der Ruhe. Er hat eine Waffe. Schießt! Schlimme ist, ich sehe doch nicht mehr, wo die sind. Teilweise. Hier sehe ich es gut. Jetzt durch das Orange nicht mehr. Na, wo denn? Gute Nacht. HQ, wir haben ein Problem. Was ist der Status? Sie hat Unterstützung, er ist... Ich weiß nicht, was er ist. Der Befehl lautet, die Mission leise und sauber auszuführen. Wir können uns keine Aufmerksamkeit... Er schaltet uns verdammt nochmal aus! Ich komme. Haltet die Stellung. Du brauchst ein privates Aktmodell, Edge? Ja, hier. Ich habe Sichtkontakt! Du kannst mich überhaupt nicht sehen, du Hund. Okay. Oh, da oben ist ein Sniper. Drecksack. Drecksack. Wir müssen nach ihm suchen. Alles in Bewegung. Der Scharfschützendeckung. Vorrücken. Ich bin getroffen. Ich bin getroffen. Genau, es ging komplett daneben, oder was? Ist ja unerhört hier. Nein, 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 au! Au! Wie komme ich denn da hoch? Sichtkontakt! Ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig. Sniper sind schon so ein kleines bisschen sehr nervig. Muss nachladen! Gebe Scharfschützendeckung. Ich hab ihn.
Sehr gut. Bin ich noch zu weit mit dem Ding? Scheinbar nicht. Das war der letzte. So schön. So schön. Geh mir aus dem Weg. Was? Da sind wir also wieder. Genau da, wo wir vor Jahren aufgehört haben. Paul. Wie bisher. Ich hab gesagt, lauf doch! Nein, der Job ganz weg. Locker! Ich muss wieder zurück. Moment. ja. CW freut sich, dass sie kein Aktmodell sein kann, weil, ja, es ist schön. Und ich lebe hier ist leider zu weit weg von Bayern. Ja. Ja. Gib mir das Gerät. Komm mit mir. Wir können das gemeinsam überleben. Du weißt, es ist nicht aufzuhalten. Ich sehe es in deinen Augen. Du weißt es. Wenn du falsch liegst. Oh. Wir erschufen Ground Zero. Sorgten dafür, dass es genauso kam, wie es sollte. Jedes Teil fiel an seinen Platz. Außer eines. Die Explosion hat was bewirkt. Sie schickte sie ins Jahr 2016. Genau in das Jahr, aus dem sie gekommen sind. Irgendwas hat sie dort festgehalten. Wir müssen wissen, wie sie das gemacht haben. Glauben Sie, ich wollte zurückkommen? Ich wurde weggezerrt. Alles, wofür ich gekommen bin, war noch dort. Zurückgelassen. Gegenmaßnahme ist das. Die sogenannte. Nein, 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 Beth! 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 Los, steh auf! Beth, steh auf! Beth, los, steh auf! Bitte, Beth! Beth! Du musst aufstehen, okay? Ja, ja, genau. Nimm die Waffe. Los, los, Beth! Na los! Na los, bitte, bitte! Beth, beweg dich! Oh, tu das nicht! Tu's nicht! Nein! Ich liege richtig. Du kannst nicht... Nein! Nein! Serene hatte die Gegenmaßnahme die ganze Zeit. Ich musste sie zurückholen. Eine vorschnelle Entscheidung. Sie sagen, Beth Wilders Tod hatte keinen Einfluss auf ihr Verhalten, aber... Wie gesagt, ich kannte sie kaum. Was sie als nächstes taten, war also nicht persönlich? Nein.
Der sah aber schon ein bisschen säuerlich aus. So, die nächste Entscheidung naht. Eieiei. Och Mann, ich hab die besser gemocht. Finde ich jetzt uncool? Der blöde Paul. Drecksack.